Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was war das für eine Scheiße? Hallo ihr Lieben. Nein, das ist so eine scheiß Begrüßung. Ich raste aus. Was soll ich als Begrüßung sagen, Leute? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich fange das jetzt ohne Begrüßung an. Also, herzlich willkommen. Nein, so sieht man sich wieder. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar, das war jetzt ein ganz komischer Start in das Video. Jedenfalls wird es ab heute, ab dem 12.12., alle zwei Tage, jetzt hätte ich fast gesagt jeden Tag, alle zwei Tage ein neues Video auf diesem Kanal geben. Woo! Und das letzte kommt dann am 24.12. So ein bisschen, was alle machen, Vlogmas oder... Nein, okay, falscher Kanal. Manche Leute machen das ja schon ab dem 1.12. und zwar jeden Tag. Hanna, warum machst du das nicht, fragen sich jetzt einige Leute. Wahrscheinlich fragt sich keiner. Mein WLAN ist einfach zu schlecht und ich habe auch noch ein Leben außerhalb von YouTube. Ups, ich muss das mal kurz hier... Ich erzähle jetzt einfach weiter, während ich das hier mache. Jedenfalls schaffe ich das einfach nicht jeden Tag und irgendwie wollte ich es jetzt aber trotzdem irgendwie ein bisschen machen und jetzt habe ich das erst gestern oder so entschieden. Ja, hallo. Let's get started. Also, ich habe mir vorhin eine wunderbare Videoidee überlegt und zwar kennt ihr doch bestimmt alle den Tweet von Bibi, dass sie einen Pixelfehler hat. Ja, und zwar habe ich darunter noch einen anderen Tweet gelesen. Wow, die Antworten hier sind so dumm. Eigentlich müsste man dazu ein Video machen, also zu den Antworten. Ich dachte mir, gut, mache ich doch mal. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich habe überwiegend Hate-Kommentare rausgesucht, aber wir werden sehen. Ich würde sagen, ich fange auch direkt mit dem besagten Pixelfehler-Tweet an und zwar, ja super, mein Handy ist gerade mal... Ach so, nee. Ja super, habe mein Handy gerade mal seit einem Tag... Und schon ist da so ein komischer Pixelfehler, der nicht mehr weggeht. Dann ein Screenshot, was natürlich gar nicht so viel Sinn macht. Schon mal eine richtig gute Antwort kommt von der lieben Dilara und zwar... Bibi, ein Pixelfehler ist ein Displayfehler. Habe ich in Concrafters Video gesehen. Wenn du ein Screenshot machst, sieht man das nicht. Außerdem habe ich hier gefunden, wo die... Ach, das sehe ich ja jetzt erst da. Dilara auch nochmal drauf kommentiert. Und zwar... von Latifas Stories. Scheiß Samsung, die können nicht mal ein Handy produzieren ohne Fehler. Deswegen habe ich auch lieber einen Apple-Handy und bin zufrieden damit. Kauf dir lieber auch ein. Also dabei musste ich tatsächlich ein bisschen lachen. Und die Lara schreibt darunter, lern mal Rechtschreibung bitte. Am 11.11. hat die Bibi einen Tweet geschrieben, ab morgen wird sich mein YouTube-Kanal verändern. Die größte Veränderung, seitdem ich angefangen habe. Dann finde ich auch einen geilen Kommentar von anscheinend einem Fan. Das hast du letztes Jahr auch gesagt. So krass war es auch nicht und es hat sich null verändert. Immer noch derselbe Schrott. Gut, vielleicht doch kein Fan. Oh, ah, Hilfe, was mache ich? Ich kann auch nicht mit meinem Apple-Handy umgehen. Sehr schön fand ich auch von Darlene. Darlene? Keine Ahnung. Tolle Veränderung, nur noch mehr Geldmacherei. Und dann schreibt Selina einfach nur so trocken drunter, ganz ruhig, Mensch. Und Milo schreibt, die größte Veränderung war eigentlich, als du von Beauty of Product Placement umgestiegen bist. Ja gut. Und einen richtig guten Kommentar von Sarah Jennifer finde ich auch noch. Du hast dir endlich ein Mikrofon gekauft? Leute, ohne Scheiß, ich hasse es, wenn der Ton schlecht ist. Und bei ihr muss man einfach sagen, es hallt extrem, als wäre in diesem Zimmer nichts anderes drin. Ja, ich weiß nicht. Also, dass einem das nicht selber auffällt. Dann hat sie geschrieben, kann mir jemand sagen, wie diese App heißt, mit der man filmen kann und alles so extrem glitzt und glänzt? Dann hat Weihnachtsbeutel drunter geschrieben, Kamera. Und dann natürlich eine Anspielung von Kunga. Ich glaube, das sind alles nur Pixelfehler. Dann habe ich hier vergessen, den Ursprungstweet zu screenshotten. Da hat sie irgendwie geschrieben, tut mir leid, dass mein Video morgen nicht pünktlich kommt, habe bis 7 Uhr alles geschnitten und vergessen, es dann auf geplant hochzuladen. Dann habe ich schon mal nicht verstanden von Ann-Maria, ist egal, man muss die ganze Zeit nur filmen und schneiden. Zum Glück hast du einen guten Freund, den Julian, der er dich unterstützt und hilft. Habe ich irgendwie inhaltlich auch nicht so ganz verstanden. Und außerdem die fehlenden Satzzeichen haben einfach auch nochmal dazu beigetragen, dass ich wirklich gar keinen Plan habe, was dieses Mädchen uns sagen wollte. Und ob es ironisch war oder nicht. Dann von Jan, den Kommentar fand ich echt sehr gut und also ich weiß nicht... Wusste gar nicht, dass man so viel Zeit im Windows Movie Maker verbringen kann. Ja, wenn man sich die Videos so anguckt, könnte man auch denken, es ist mit dem Handy geschnitten, ehrlich gesagt. Schön finde ich auch immer solche Kommentare. Kein Problem, Baby. Kann ja mal passieren. Mach dir keinen Kopf, Süße. So als wenn es deine beste Freundin wäre, weißt du? Naja. Das fand ich auch super. Hättest erst gar nicht hochladen brauchen, weil dein Scheiß sowie nur 12-jährige Windelscheißer sind, die in der Schule täglich angespuckt werden, weil sie dich schauen. Man sagt ja immer, Satzzeichen sind keine Rudeltiere, aber hier wären ein paar schon angepasst. Angebracht. Außerdem hier schreibt der Noah, Julian, ich töte dich, Bibi ist meine Frau, du schwuler Sack. Nein. Am 24.11. hat Bibi geschrieben, ganz viel Liebe und Zufriedenheit an die, die leider zu wenig davon in ihrem Leben haben. Und dann hat hier Lil Crack drunter geschrieben,
Keine Ahnung, wie das gemeint war. Ich glaube, der Name ist Programm. Deshalb wünsche ich dir dasselbe und nur das Beste, weil das die einzigen Dinge sind, die du nicht beim Shoppen finden kannst. Ja, Glück und Zufriedenheit sind die einzigen Sachen, die man beim Shoppen nicht finden kann. Dann hat die Bibi ja geschrieben, dass Julian ihr erzählt hat, was Gebärmutter auf Griechisch heißt, und die Ma hat geschrieben, ohne Niveau wird es auch schwierig, etwas Vernünftiges zu erzählen. Und dann einfach eine random Antwort unter diesem Tweet: Wenn du die Uhrzeit oder Temperatur einfügen willst, musst du zu den Stickers gehen. PS, ich liebe dich. Dann hat die Lea geschrieben, zwei Mädchen gerade bei Müller, meinst du, das riecht gut? Das ist Bilou, natürlich riecht das gut. Obviously. Die erste Antwort darunter von Lou Crew, nein, das stinkt wie sonst was. Die Laura schreibt, wie sweet, aber das riecht auch Hammer. Ich weiß auch nicht, warum man früher, als man noch jünger war, hat man immer so englische Wörter wie sweet und so eingebaut. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Dann hier schreibt die Svenja, die sehe ich jetzt auch öfter, ich muss davon immer kotzen. Und der Sebastian schreibt, das riecht nach Geld und Geld. Dagobert Duck hätte seine Freude. Ich finde es super. Also, das waren jetzt hier alle wunderbaren Kommentare, die ich da irgendwie rausholen konnte. Ich habe mich jetzt extra beschränkt auf die Tweets, die in der letzten Zeit irgendwie geschrieben wurden, weil sonst wäre es einfach zu viel geworden. Ich kann über manche Kommentare nur lachen und über manche nur weinen. Es ist wirklich, wenn man in Bibis Twitter guckt, ich kriege schon Sprachfehler davon, wenn man in Bibis Tweets guckt, dann, das ist eine Welt der Gefühle. Es sind so viele Emotionen, man kann es gar nicht verarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich nichts gegen Bibi habe. Aber es stimmt natürlich, dass sie extrem wenig Arbeit in ihre Videos steckt und alles immer irgendwie gleich aussieht und sie nur noch Product Placements und irgendwelche komischen Videos macht und dann einmal Bibis Beauty Palace überhaupt nicht mehr so richtig berücksichtigt wird. Sie ist immer gleich geschminkt, was ich ganz toll finde. Wieso nennt man sich dann Beauty Palace? Ich meine, Aber ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen, weil die Leute, die jetzt auf dieses Video geklickt haben, wissen ja, warum sie es getan haben. Ich wünsche euch einen schönen 12.12. Ich wünsche euch einen schönen 12.12. Schaut euch mein letztes Video an, wo ich über meine Lieblings-YouTuber unter 100.000 Abonnenten berichtet habe. Vielleicht seid ihr ja sogar dabei, wer weiß. Ja, und wir sehen uns übermorgen wieder. Tschüss!